Setzt sich jetzt langsam die Erkenntnis durch, dass man nicht einen Kuchen essen kann und ihn gleichzeitig behalten kann? Das könnte jetzt diese Phase an den Märkten sein, die gejubelt haben. Hurra, die Fed wird die Zinsen senken. Das ist doch toll. Dann kriegen wir mehr Liquidität wieder. Das war sozusagen die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, naja, warum sollte die Fed die Zinsen senken? Wenn, dann hat sie einen ziemlich triftigen Grund. Und so sehen wir Headlines wie hier zum Beispiel. Growth Scare Spooks Big Tech and Black Gold as Bond Yields Plunge. Wir sehen hier oben zunächst mal den Economic Surprise Index aus den USA, der weiter nach unten geht. Wir hatten ja den Fall der Renditen. Das hat vor allem die Financial Conditions gelockert. Aber wir sehen die Abweichung, die negative Abweichung von der Erwartung. Die wird immer größer jetzt in den USA. Und die Rohstoffe könnten ein Signal dafür sein, denn der Bloomberg Commodity Index ist jetzt, also der Rohstoffindex von Bloomberg, ist jetzt auf den tiefsten Stand seit über 2 Jahren gefallen, seit August 2021. Und hier mal Öl verglichen mit dem Economic Surprise Index für die USA von der Citigroup, also praktisch die negative Abweichung von der Erwartung bei den Konjunkturdaten in den USA, verglichen mit dem Ölpreis. Und wir sehen, das läuft sehr einträchtig. Vielleicht hat Öl da einen Punkt. Wir sind jetzt 5 Tage in Folge negativ gewesen, 8 der letzten 10 Tage. Wir haben das erste Mal gestern beim WTI Öl unter der Marke von 70 geschlossen, seit Anfang Juli. Und insgesamt sind das in 10 Wochen jetzt 26%, über 26% im Minus. Und das trotz Förderkürzungen durch die OPEC, die teilweise freiwillig sind. Deswegen war der Markt ein bisschen enttäuscht. Aber ein Punkt ist auch, warum der Ölpreis fällt, weil die Amerikaner sehr, sehr viel Öl derzeit exportieren. Man flutet die Welt geradezu mit Öl. Die Amerikaner ja mit Abstand die größten Ölproduzenten der Welt. Der Abstand ist größer geworden zu Saudi-Arabien, auch zu Russland. Aber nochmal zurück jetzt zu diesem Komplex Zinsen, Renditen. Hier sehen wir, dass gestern etwa die 10-jährige US-Anleiherendite sogar bis knapp über 4,10% gefallen ist. Da ist eine wichtige Unterstützung. Und auffallend auch, dass wir gestern also diesen schwachen ADP-Arbeitsmarktbericht gesehen haben. Dann ging es zunächst für die Aktienmärkte nach oben, aber dann ist man gefallen, während gleichzeitig die Renditen auch weiter gefallen sind. Mit anderen Worten, die Aktienmärkte scheinen nicht mehr positiv auf fallende Renditen zu reagieren. Das war ja lange das Muster. Fallende Renditen sind steigende Aktienmärkte, steigende Renditen sind fallende Aktienmärkte. Gestern sind die Renditen einfach weitergefallen, aber die Aktienmärkte eben auch. Das zeigt aus meiner Sicht, dass man jetzt zunehmend in den Fokus nimmt, naja, warum sollte die Fed denn die Zinsen senken? Weil eben die Wirtschaft schwächer wird, weil die Wirtschaft wahrscheinlich in eine Rezession kommt. Und dann ist das für die Aktienmärkte vielleicht dann doch nicht der Supergrund zur Party. Wir sehen hier die Dickfische aus dem Tech-Bereich gestern im negativen. Nie wieder Microsoft, Apple, Amazon, wie sie alle heißen. Wir sehen, dass defensive Sektoren vorne waren, Utilities, allerdings auch Industrials vorne, aber Energy ganz hinten, Technology, Financials schwach. Und wir sehen, dass hier die Small Caps sich wieder noch mit am besten gehalten haben. Nasdaq war gestern ein schwächerer Index. In der Summe kann man sagen, seit 2 Jahren laufen die Aktienmärkte unter hoher Volatilität seitwärts. Wir sind nämlich jetzt ziemlich genau da, wo wir am 6. Dezember 2021 waren, wie Jim Bianco hier zeigt. Hier dagegen ist die 3-monatige T-Bill, also eine kurzlaufende Staatsanleihe der USA, ist deutlich gestiegen in diesem Zeitraum. Wir sind also mehr oder weniger in diesem, wie soll man sagen, Seitwärts-Move. Wir hatten 2022 den Abverkauf, dann hatten wir 2023 ein ziemlich wildes Jahr mit starken Anstiegen, dann dieser Korrektur, jetzt dieser starke Anstieg seit Ende Oktober. In der Summe, wer allerdings hier praktisch den S&P gekauft hat vor 2 Jahren, der ist jetzt bei plus minus null. Aktuell sehen wir, dass das sogenannte Smart Money, also institutionelles Geld, sich offenkundig hier verabschiedet. Hier sehen wir mal Smart Money Confidence,
Also das Vertrauen des großen Geldes, des institutionellen Geldes ist sehr weit unten. Normalerweise markiert das Tops, während das Dump Money, das ist sozusagen Privatkunden, hier das Confidence sehr, sehr hoch ist bei 0,8. Normalerweise markieren sich dann eben Hochs, wenn das Vertrauen der Privatanleger sehr, sehr hoch ist und die institutionellen eben nicht. Dagegen ist das Vertrauen oft sehr hoch bei den institutionellen, wenn die Kurse sehr tief sind, weil sie sagen, naja, das sind jetzt günstige Einstiegskurse. Hier sehen wir nochmal eine Bestätigung. US-Privatkunden sind jetzt noch zu 47,3% bullish. Es sind ein paar mehr Bären wieder dazugekommen. Da waren wir ja letztens oder in den letzten Wochen mit 19,6% so tief wie seit vielen Jahren nicht mehr. Jetzt hat sich der Bärenanteil erhöht, gewissermaßen gespeist aus den Unentschlossenen, die jetzt sagen, nee, ich bin bärisch. Wir sehen, dass die Positionierung stretched ist nach einem Indikator von HSBC, aber noch nicht so extrem, wie wir waren. Aber wir sind jetzt so extrem wie Ende Juli, als wir ja auch diese massive Rallye gesehen haben, sichtbar hier an der Prozentzahl von Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Das sind etwa 90%, das ist eine Menge Holz. Also normalerweise wird es dann so langsam ein bisschen schwierig. Hier sehen wir nochmal Technology. Jetzt auf dem höchsten Stand seit März 2000, also der Technology-Sektor, Technologiesektor in Relation zum S&P seit dem Jahr 2000. Da waren wir nur im Februar noch ein bisschen drüber. Also es ist ja nicht so, dass sich die Geschichte wiederholt, aber sie reimt sich halt und jede Zeit hat ihre eigenen Blasen. Jetzt ist die Frage für die Fed, was tun. Auf der einen Seite sieht man Lockerung der Financial Conditions, weil die Renditen fallen. Wir sehen Gold deutlich gestiegen, Bitcoin deutlich gestiegen. Wir sehen Hauspreise sind nach wie vor in der Nähe von Rekordhochs. Wir sehen, dass zum Beispiel neue Emissionen von Unternehmensschulden, dass die Risikoprämien da sehr, sehr niedrig sind. Auf der anderen Seite, also wir sehen normalerweise keinen Grund für die Fed, jetzt die Zinsen irgendwie zu senken. Aber auf der anderen Seite sehen wir ein riesiges Problem, nämlich den Konsument. Da sagen nämlich zwischen 60% und 70% der Amerikaner, sie könnten im Grunde keine unvorhergesehene Ausgabe stemmen. Die zahlen 22% auf Kreditkarten, die kaufen jetzt und zahlen später buy now, pay later. Und das ist und kann nicht gesund sein. Hier der Analyst McAuliffe, der sagt, ja, 2008 war eine Story über Leverage, über Hebelung an der Wall Street, über schlechtes Behavior, über Betrugsgeschichten. Das ist gefährlicher, denn wir haben jetzt es mit der sogenannten Main Street zu tun, also sozusagen mit den Amerikanern insgesamt, die also komplett teilweise sich verschulden, die auf Pump leben, die Inflation ausgeglichen haben, eben durch Kreditkartenschulden. Jetzt sehen wir, dass die Reallöhne zumindest zulegen. Das war lange ja nicht der Fall. Aber das ist schon das Gefährliche, dass der Konsument möglicherweise viel, viel schwächer ist als erwartet. Walmarts CEO hat gestern davor auch ein bisschen gewarnt. Wir sehen auch die kleinen Firmen in den USA, die etwa 50% aller Jobs bereitstellen. Die zahlen jetzt 10% Zinsen, wenn sie sich kurzfristig Geld leihen. Auch das wird seine Spuren hinterlassen. Also wir haben durchaus viele Indikationen für eine kommende Rezession. Wir haben die fallenden Rohstoffpreise, wir haben die Aktienmärkte, die erstmal jubeln über die Zinsen. Wichtig morgen werden die Non-Farm Payrolls, also werden die US-Arbeitsmarktdaten sein. Goldman Sachs mit einer fast schon apokalyptisch anmutenden Aussage. Also, wenn dieser Arbeitsmarktbericht so schwach wird, dann könnte es sein, dass sozusagen die Märkte schon im Januar die erste Zinssenkung erwarten und dann sogar für den März eine Senkung um 0,5% einpreisen. Also das ist schon heftig, mal sehen. Ein Positivfaktor zumindest könnte sein, dass die Autogewerkschaftsstreiks beendet sind. Das hat letztes Mal durchaus Stellen gekostet. Erwartung jetzt für morgen 180.000 mit einer nach wie vor Steigerung auch der Stundenlöhne. Das ist einer der Treiber auch nach wie vor. Der Preistreiber sind eben die gestiegenen Löhne. Kommen wir nach China, hier wieder Sorgen, weil die Importe schwach sind. Minus 0,6 statt 3,3% erwartet. Das heißt, die Inlandsnachfrage ist nicht da. Die Chinesen konsumieren nicht so wirklich. Wir sehen auf der anderen Seite,
dass gestern Moody's für 8 chinesische Banken den Ausblick gesenkt hat. Wir hatten hier einen Artikel gestern, China größte Bank der Welt mit Problemen, denn faktisch werden Banken in China gezwungen, faule Kredite zu vergeben oder faule Kredite sozusagen nochmal zu verlängern. Wir sehen, dass chinesische Aktien wirklich sich extrem schlecht entwickeln, und wenn wir jetzt nach Europa kommen, dann ist die EZB in einer ähnlichen Situation wie die Fed. Man glaubt nicht, dass die Zinsen länger gleich gehalten werden, von Zinsanhebung spricht schon gar keiner mehr. Und jetzt ist die Frage, wie werden die Projektionen? Was erwartet die EZB in Sachen Inflation? Was erwartet sie in Sachen Wirtschaft? Das wird sehr, sehr wichtig bei ihrer Sitzung, die am 14. Dezember ist, ein Tag nach der Fed. Wir bekommen also nächste Woche am Mittwoch die Fed und dann am Donnerstag die ECB. Wir sehen im Vorfeld, der Dollar legte zu. Auch das passt eigentlich nicht so richtig zur Aktienrally. Normalerweise schwacher Dollar, Rally von Aktien und umgekehrt. Wir haben jetzt in 5 der 6 letzten 6 Tage den Dollar steigend gesehen, praktisch auf einem 3-Wochen-Hoch. Wir sehen den Euro-Dollar jetzt unter 1,8 kommend von über 1,10. Wenn wir hier schon mal in der Eurozone sind, bleiben wir in Germania. Hier sehen wir heute wieder schwache Industrieproduktion, minus 0,4% statt plus 0,2% erwartet. Zum Vorjahr minus 3,5% statt minus 3,0% erwartet. Und hier auch gestern noch gekommen, der Einkaufsmanager-Index aus dem Baugewerbe ist jetzt auf 36,2% gefallen. Das ist so mit in der Nähe der Tiefstwerte, die wir in Corona gesehen haben, als ja gar nichts ging, weil Lockdown und so weiter. Also das zeigt, wie krass die Lage am Bau ist. Schauen wir hier nochmal auf den DAX, der anders als die Amis nicht durch Multiple Expansion gestiegen ist, also praktisch, dass einfach nur die Bewertungen gestiegen sind, während sich die fundamentalen Kennzeichen nicht wirklich verbessert haben. Also der DAX hat 18% gewonnen seit Jahresbeginn und die Price-Earnings-Ratio ist nur 6% gestiegen, KGV jetzt von 12,2. Das ist alles noch durchaus moderat, ganz anders bei den Amerikanern, die eben viel teurer sind. Das darf man nicht vergessen zu erwähnen. Die Märkte wollen Zinssenkungen, die EZB-Prognosen werden entscheidend. Ich hatte es vorhin angesprochen. Das wird der Trigger sein, mit der die Notenbanken auch versuchen, die Märkte zu steuern, die Kontrolle wieder zu gewinnen, nachdem man die ein Stück weit verloren hat, weil eben die Märkte sagen, ich glaube euch kein Wort, was ihr hier sagt. Deswegen auch die Deutsche Bank sagt, ich glaube der EZB kein Wort. So schnell und kräftig wird die EZB die Zinsen senken im Jahr 2024. Also das wird ein heißes Jahr 2024 mit Zinssenkungen. Und wie schnell, wie stark, das ist die große Frage. Also diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich sage jetzt Servus und Ciao.